Hi, Wipkita hier. So schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich für dich einen sehr einfachen, klassischen Van Halen Style Tapping Arpeggio Lick, den wir alle kennen in E-Moll. Und zwar folgendermaßen. Also ich tappe die 12, spiele dann die 5 und die 8 mit einem Hammer-On. Das mache ich viermal und dann gehe ich auf die 13. Hier mit meinem Tap. Ich tappe jetzt mit dem Zeigefinger. Das Plektrum halte ich in meinem Mittelfinger. Ich könnte auch es so halten und mit dem Mittelfinger tappen. Kannst ja ganz genau. Ich zoome mal ein bisschen rein, dass du das richtig gut siehst, was ich hier mache. Okay, ich bin also im Bund 5, 8, tappe dann 12 und spiele die 5. Und tappe die 8. Das ist deine erste Bewegung, die du machen solltest. Und das tappe ich jetzt viermal und dann gehe ich auf die 13. Sehr klassisch. Also ich meine, klassischer geht es nicht. Okay? Am Stück klingt der Lick folgendermaßen. Warum habe ich ihn jetzt auf der G-Seite gespielt? Einfach, weil ich einfach Lust drauf hatte. Also du kannst den Lick auf allen Seiten spielen. Auf der E-Seite. Viermal in der Position 5, 8. Mit der 12 hier oben. Dann gehst du auf die 13. Zurück auf die 12 und wechselst hier auf die 4, 4, 7. Und am Ende kannst du dann vielleicht noch D5 spielen. Du kannst den endlos, der macht so, so viel Spaß. Er ist einfach. Und ich spiele ihn jetzt einfach mal auf allen Seiten. So, das war ein Classic Van Halen Style Tapping Arpeggio Lick. Ja, für jedermann zugänglich, macht tierisch Spaß. Ich hoffe, dir auch. Ich freue mich, dass du wieder meinen Kanal besucht hast. Ich freue mich auch, wenn du meine Videos weiterempfiehlst und wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich auf den nächsten Besuch hier. Bye bye, das war WIPGuitar.